Diese Schlacht wird Jahre dauern. Doch durch dein Opfer wird Mittelerde überleben. Warum machst du es dir so schwer? Gib doch auf und lass dich töten. Nee, danke. Servus Leute, wie geht's euch? Ich bin's wieder, Rolle Mingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Schatten des Krieges. Wir machen wieder eine kleine Rekrutierung. Eine kleine, große Rekrutierung. Und ja, haben wir auch schon direkt die Ausgeburt dabei. Bisschen was haben wir da. Und das werden wir uns jetzt hier auch genüsslich einverleiben, nicht? Alles, was wir hier so an Truppen zusammenkriegen, holen wir uns. Damit ich die schön hier in den Kampfgruben ausloten kann, was Gutes, was Schlechtes, was Scheiße ist, was... Dumme Sau, du. Der Haarige. Was ist denn der benommen? Furcht vor Feuer. Aber das ist ein Haariger, deshalb nehmen wir den einfach mal mit. Furcht vor Feuer ist natürlich so Sach, nicht? Aber naja, gut. We take him. Für die Kampfgruben reicht's. Wie fühlt man sich mit einem Körper? Und die Ausgeburt nehmen wir ja auch auf jeden Fall mit, ey. Ich hatte letztes Mal gedacht, Hocklick wäre zurückgekehrt, aber Hocklick ist anscheinend doch nicht zurückgekehrt, was ich ziemlich schade finde. Da muss irgendwie ein Bug passiert sein. Ich hätte ihn fast gekillt. Auch gut. Genau, zieh jetzt für mich in den Kampf. Verrat es hier schön. Wo ist jetzt der Große? Der ist da hinne. Also für, ich sag mal so, für längere Kämpfe ist der hier absolut ungeeignet, ne? Besonders für Kämpfer gegen mit Feuer. Aber Feuer ist so ein meist eingesetztes Ding. Also so ein meist eingesetzte Elementarwaffe. Das, aber wenn ich schon mal so einen Haarigen mal krieg, wenigstens mal. Weil die sind schon nicht so. Die sind schon selten. Das kann man schon so. Oh, kack mir was. So, du kommst jetzt mit zu uns. Du kämpfst an meiner Seite. Schön, nicht? Ich schwöre dir Treue, dir Treue. Ich glaube, so langsam haben wir echt die Hütte wird dann bei uns alles voller, ey. So viele Uruks. Und da hinten, irgendjemand stirbt da den Heldentod. Auch wenn es bei Uruks nicht unbedingt Helden gibt, ne? Tuka! Ich muss die trennen. Das passiert eindeutig zu oft, ey. Dass die hassen sich auch anscheinend. Die hassen sich anscheinend. Aber Tuka ist sowieso so einer, der macht, was er will. Konnt daneben. Ja. Stirb, die. Seid alle gleich. Schwach, memmenhaft und nutzlos. Aber wenn man vor Tag ein S setzt, dann heißt es stark. You know, you understand. Understand this. Und wie machen sich die... Da ist er schon wieder. Seht euch das an. Der Hocklick ist einfach... Lol, ich kann den wiederbeleben. Ey, das ist... Okay, das ist ja mal krank interessant.
Der lebt nur, damit er seinen Anführer da verteidigen kann. Und ich könnte den rein theoretisch jetzt zurückholen. Was ist denn das für ein Bug? Wie krank. Es könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass er dann wieder zurückkehrt, ne? Was natürlich extremst geil wäre. Also so ihn wieder in meinen Reihen zu wissen, hätte schon was. Hä? Lol. Wieder so ein loyaler Uruk, der dann einfach den Tod überlistet, der Messerstecher, der einfach den Tod überlistet, um dann zu uns zurückzukommen. Hat ja schon was, nicht? Da füllt ja schon einen schon ein bisschen mit Stolz. Der hat ja Next Level Shit. Der Kerl ist einfach... Ist einfach unzerstörbare Loyalität, ey. Komm mal mit. Ich hab dich gerade jetzt ausgesucht. Bring bitte mal jemanden um und halt mir den Rücken frei. Danke. Wir rekrutieren ja auch gerade wieder alles Mögliche. Weiß ja nicht mal, ob die was taugen, ne? So. Ah, okay, der Messerstecher ist dann tot. Das ist dann gut. Du hörst auf zu schreien. Der Barmherzige. Du ziehst ab, bitte. So schnell haben wir nicht davon geredet, dass du stirbst. Jo, was geht ab? Sehr gut. Der Schädel Malma. Das ist in Ordnung, der hat nicht so einen geilen Helm. Was geht? Freunde, wir Kacke. Boah, mich erwischt's gleich. Shit. Boah, ich bin jetzt gerade tendenziell ein bisschen überfordert, aber das kriegen wir auch. Den Feuerleger haben sie umgelegt. Oh, Tuka ist da hinten. Leute. Scheiße. Leute, ich komme hier nicht weg, ja. Oh. Oh, fuck. Leute. Genauso zwecklos wie zuvor. Fall nieder auf die Knie. Ich bin jetzt dein Herr. Oder auch nicht. Ein eiserner Turm. Okay, dann müssen wir das anders machen. Okay, oh shit, oh fuck. Bitte, Leute, ihr müsst mir auch helfen hierbei. Ich kann hier mich nicht um alles kümmern. Das gibt's nicht. Das darf nicht wahr sein, so langsam. Jo, super. Takra ist tot. Scheiße, Mann.
Weil ich nur unnütze Idioten hier anscheinend habe. Wirklich, das fuckt mich so hart ab. Und dann sterben halt wirklich die Leute, die ich behalten will. Da ist noch der nächste tot. Scheiße. Das ist eine so verlustreiche Schlacht, ey. Und das, sowas nervt halt extremst. Und du halt so viele Leute dann verlierst auch. Am Ende. Und dann teilweise echt gute. Fuck, den hätten wir natürlich auch nehmen können. Ja. Tuhorn, der Antreiber. Okay, der hat nicht zu uns gehört. Zwei meiner Häuptlinge sind tot. Shit. Und Skundi-Legende ist auch verblutet. Ach du Scheiße. Ja, jetzt haben wir tatsächlich sau viel. Jetzt haben wir richtig viele verloren. Alter Freund. Naja, sind wieder Plätze frei, ne? Hier hinten sind alle tot. Verschwenden wir keine Zeit. Ich habe lang genug gewartet. Krank. Leider kann man den nicht brechen, ey. Ist ja mal heftig. Aber alle tot hier hinten. Grom tot, Chakra tot, Skun tot. Boah. Das ist heavy. Ja, krass. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei, macht's gut. Eure Lemmingmans. Bis zum nächsten Mal und ciao.